Hallo, ihr Lieben. Ja, heute machen wir ein komplettes Make-up quasi. Ich habe noch gar nichts im Gesicht. Die Haare sind nur ein bisschen nass, aber das ist Wurst. Darum kümmere ich mich später. Ich habe mir gedacht, machen wir ein Full-Face-Make-up. Ich habe noch eine Palette aus dieser B2 Shades of Nude Reihe. Das ist die 030 Warm Nude. Diese da. Und die hat eben diese schönen Farben, weil die hier so ein... Na, die geht auch schwer auf. Die hat hier oben so einen Goldton. Und ja, also so richtig warme Töne, wie es ja schon heißt, Warm Nude. Und die werde ich dann mit euch auftragen. Ja, als erstes sorgen wir für einen schönen dann nehme ich das von Manhattan Endless Perfection Make-up 24 Stunden mit Hydra Serum in der Farbe Soft Ivory, die 58. Kommt dann so daher. Es ist ein schöner Ton. Ist eine schöne Foundation. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil ich die noch nicht so lange habe. Das überlege ich gerade. Dann nehme ich mein Ei. Und tupfe mir das so auf. Und so das schön einklopfen. Oder einarbeiten, je nachdem. Ja, genau. Also das ist soweit eine echt gute Foundation auf den ersten Eindruck. Aber, wie gesagt, das ist jetzt erst das zweite Mal, wo ich die verwende. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Und, aber ich finde, die ist nicht zu dunkel, die passt sich doch gut an dem Ton oder Teint oder wie auch immer. Und ja, also das ist mal hier. Ja gut, so, jetzt nehme ich mir noch ein bisschen, seht ihr mich? ich denke das Licht ist gut, oder? So Licht noch ein bisschen weiter nach da rutschen. So. Dann die other side. So. Tupfi, tupfi, tupfi. Ja. So ist gut. Es fühlt sich doch gut an. Genau. So. Das genügt an Foundation. Zu viel mache ich jetzt auch nicht drauf. Ja, und das ist okay. Ja. Und das passt schon. Jetzt mache ich das ein bisschen nass und tue das so ein bisschen nochmal hier so eintupfen. Ja, genau. So, dann decke ich mir die Unreinheiten ab mit diesem Soft and Clear Abdeckstift. Diese roten Dinger da vorne. Und jetzt abgedeckt. Ja, genau. So. Genau. So, dann nehme ich meine Retouch Reflecting Concealer von Catrice in der Farbe 05 Light Nude. Kommt mit diesem Teil hier daher.
tue ich das hier unter meine Augenschatten, die ja Gott sei Dank nicht so krass sind. Es geht. Und tupfe mir das quasi an die Haut ein. Also in der Kamera habe ich voll die krassen Augenringe, habe ich gar nicht. So. Ja. Genau, das wäre dieses. Ja. Genau. Und dann nehme ich die, na, ganz verschmiert, diese Prime and Fine Eyeshadow Base von Catrice. Die ist ganz gut, aber ja. Ich mag irgendwie die von Essence lieber. Ich weiß nicht. Weil die so. Ja, ich weiß nicht, die. Die ist halt nicht so. Ja, die ist so ein bisschen mehr nass irgendwie wie die andere. Die andere ist mehr so trocken. Aber trotzdem ist sie nicht schlecht. Ach, jetzt juckt es mich auch noch. Und lässt sich aber gut verteilen. Also das schon. Also da ist die auf jeden Fall, ja, sehr gut. Ist auch sehr ergiebig, muss ich sagen. Also von daher. Hoppala. So, jetzt hätte ich den Concealer mit diesem Pinsel aus dem BH Cosmetics Set, was ich mir mal geordert habe. Und dann hätte ich den Concealer damit, dass das auch hält, weil dadurch, durch diese Technik, hält einfach der Concealer ja, besser, länger und ja, also das ist 1A. Das hält auf alle Fälle. Genau. So. Jetzt warten wir geschwind, bis sich das etwas, wie sagt man, gesetzt hat. Und ja, nee, weil heute will ich auch diesen Blush noch mit euch auftragen. Diesen, aus dieser Safari LE 020 Summerly Rush. Und den finde ich wirklich sehr schön. Den habe ich einmal schon verwendet. Ja, der gefällt mir. Ja, genau. Ja. So, und jetzt pudern wir uns mal ein bisschen ab, dass ich nicht so glänze. Hier so ein bisschen über die Augen, dass die Wimperntusche und alles gut hält und nicht bröckelt. Ja, genau. So, das glänzt nur nicht mehr wie eine Speckschwarte, sondern jetzt ist alles schön mattiert, so wie es sein soll. So, und dann nehme ich übelst gerne, wenn ich Puderlidschatten nehme, vorher diese Forever Matte Eyeshadow Cream in der Farbe 15 Just Twinkle. Und ich finde das so toll, weil das ist hier so ein heller Ton. Und ist ja matt und dadurch kommen die Farben noch besser raus. Deswegen mache ich das mir jetzt hier als Grundlage quasi hier so drauf aufs ganze Auge. Ja, also das ist so cremig weich und so angenehm. Das ist echter Knaller. So schön und angenehm. Oh. Toll. Wirklich, wirklich schön. Sehr weich. Ja. Wirklich toll. Auf jeden Fall. So.
Dann nehme ich mir mal die Pinsel zur Hand. Dann nehme ich diesen und nehme die Palette hier. Und dann gehe ich, in welchen Ton gehe ich denn? Ich gehe mal in den ganz oben in den tollen Goldton und trage mir das ausbewegliche Lid auf. Ui, der ist aber schön. Wow, der Schimmer, das ist so schön. Wow. Wow. Und jetzt soll ich diese Creme, seht ihr, das kommt jetzt richtig gut zur Geltung. So mache ich mal ein bisschen ran. Also das ist echt Wahnsinn, wie schön das jetzt rauskommt. Wow. Wow, wow. Richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, richtig toll pigmentiert auch. Gefällt mir. I like. So. Und dann nehme ich diesen hier und gehe in diese Farbe hier. Und die setze ich mir in die Lidfalte rein. Was mir ja so in letzter Zeit so auf YouTube so ein bisschen aufgefallen ist, dass manche YouTuber sagen in ihren Videos, also immer eigentlich, also das heißt immer, aber öfters, dass sie ja so kritikfähig sind und so weiter, und dann kriegen sie ein bisschen Gegenwind für ein Video, was sie gemacht haben, weil sie sich ja irgendwie in einem anderen Video angesprochen gefühlt haben, wo sie gar nicht gemeint waren. Und dann von anderen Kritik kriegen, also sachliche Kritik meine ich jetzt, und dann die dann irgendwie komisch beantworten, so pumpig werden und dann löschen. Ja. Also, oder gar nichts antworten und einfach löschen. Und das finde ich einfach blöde. Weil man sollte, wenn man Kritik bekommt, man sagt im Vorfeld, hey, ich bin kritikfähig, dann sollte man das doch auch annehmen, ne? Also es ist halt böse gemeint, nicht falsch verstehen jetzt. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich finde das einfach nicht gut. Weil wenn man YouTuber ist, sollte man mit Kritik umgehen können. Weil man kriegt sie. Auf jeden Fall, man kriegt sie, egal was man jetzt tut. Wenn jetzt heißt, oh, dein Licht ist nicht gut, oder dein Ton war nichts, oder irgendwas ist ja manchmal, oder so. Oder es ist zu laut im Hintergrund, oder irgendwas, keine Ahnung. Dann merken das ja die Zuschauer, ihr merkt das ja auch, wenn irgendwas nicht richtig ist, sagt ihr mir das ja auch, und das ist ja okay. Und von daher sollte man Kritik annehmen, umsetzen und fertig. Ist ja nicht schlimm. Mein Gott. Das ist ja, kein Mensch ist fehlerfrei. Also, ne? Nur mal so als Zwischendings, ne? So. Jetzt gehe ich hier hin, und ich will auch jetzt hier keinen, jetzt hier angreifen oder so oder schlecht reden. Das will ich hier gar nicht, ne? Nicht falsch verstehen wieder. Und ich spreche hier auch niemanden an. Ich sag's nur allgemein. Das wollte ich nur sagen, nicht, dass sich jetzt hier wieder jemand angesprochen fühlt. Ich sage das nur allgemein, weil auf YouTube ja immer irgendwas hier falsch verstanden wird. Da muss ich immer irgendwie rechtfertigen, weil irgendwer es immer falsch versteht. Aber jetzt nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht, ne? Nur so allgemein. Ich meine jetzt niemand hier, ja? Also nicht hier aufschreien und sagen, oder so, ne? Ganz ruhig. So, jetzt nehme ich diesen Ton hier. Das ist mir halt einfach in letzter Zeit einfach, ja, aufgefallen. Das ist jetzt ja nicht böse gemeint. Und highlighte mir hier den Innenbogen. Nee.
Augenbrauenbogen. So. Boah, ich finde diese Paletten hier, also gerade im Speziell diese, richtig toll. Also, wow. Richtig, richtig schön. Wirklich war tolle Farben. Richtig schön. Wahnsinn. Und Bombe pigmentiert vor allen Dingen dieser Goldton. Ist der Knaller, oder? Ich finde den geil. Richtig geil. So, dann. Und jetzt dort betone ich meinen unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich diesen Catrice Long Lasting Eye Pencil in der Farbe 050. So ein Braun. Und betone mir da das untere. Und ich finde bei den Farben hier ist es echt wohl, die krümeln nicht mal. Das ist echt Wahnsinn. So, meine Wasserlinie betone ich mit einem Kohlkajal von Manhattan. Und zwar ist es die 51D Nude Couture. Die habe ich bei der, von wem habe ich das gesehen? Bei der lieben Yvette habe ich den gesehen, genau. Die hat da ein One Brand Tutorial mit Manhattan Produkten geschminkt. Und da habe ich diesen hier gesehen und dachte mir, ich muss den mir mal angucken, das ist so nude. Und der ist wirklich butterweich. Und damit kann man so schön die Wasserlinie betonen. Und der hält auch wirklich ein paar Stunden. Also jetzt keine 8 Stunden, aber so ein paar Stunden hält er auf jeden Fall. Auf jeden Fall durch. Und das finde ich so toll, weil das so das Auge so ein bisschen öffnet. So, dann nehme ich diesen Dip Eyeliner von Manhattan. Und sonst bin ich so schräg. Und ziehe mir einen Lidstrich. Einen dünnen Lidstrich. Wow, das passt so gut zu diesem Gold. Also Schwarz-Gold ist echt der Wahnsinn. Ja, wow. Gefällt mir sehr gut. Gut, gut. Dann nehme ich die Wild Makeup Volume Mascara von Max Factor. Mit diesen tollen, nennt man das jetzt, Kugelbürstchen. Und oh, wir sind schon 19 Minuten dabei. Auch cool. Ah ja. Dauert es wahrscheinlich wieder lang beim Hochladen. Naja, egal. So ein langes Tutorial ist ja auch nicht so schlimm, so ein Schminki. Ich mag das auch total gerne, so ein richtig schönes Schminki und der redet dann nebenbei ohne Voice-Over oder so Vorgespule. Das mag ich total gerne und da kann es auch von mir aus noch länger gehen, also da gucke ich auf jeden Fall gerne zu. Ja. So.
So. So. Ich finde, die macht so schöne Wimpern. Wahnsinn. Durch diese Kugelbürste hier. Das ist eine irre Bürste. Total cool. Ja. Gefällt mir sehr gut. Okay. Genau, den Pinsel hier. Und dann nehme ich hier diesen riesigen Sun Club Bronzer Light Skin Matte Bronzing Powder in der Farbe 01 Natural. Das ist der große. Ach, der so unbeschreiblich gut nach Kokos riecht. Da könnte ich mich ja echt reinsetzen. Ja, das ist so lecker, wie der riecht. Bisschen am Kinn, dung, dung, dung. Dass das Doppelkinn verschwindet. Das ist so ein toller Bronzer. Der ist richtig toll. I love you, I love you. So, dann nehmen wir diesen Beauty Go Safari Blush von P2 in der Farbe 020 Summerly Rush. Da gibt es, glaube ich, nochmal einen, aber ich wollte bloß den haben. Und dann gehe ich beide Farben rein. Bisschen abklopfen. Und dann setze ich mir das hier hin. Und seht ihr das? Das ist richtig ein toller Schimmer hier. Wahnsinn. Und dann sieht man gleich frischer aus. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Gefällt mir. Ja. Auf jeden Fall. Und dann setzen wir noch ein bisschen Highlight mit diesem Essence So Glow Cream to Powder Highlighter in der Farbe 10 Look on the Bright Side. Das ist ja dieser helle, weißliche, cremige. Gehe ich ein bisschen rein und tupfe mir das hier hin. Oh ja, schöner Glow. Ich liebe das. Ich liebe das. Also das ist so schön wie Glow. Ich mag das. Ich mag das. So, dann betonen wir noch die Lippen mit einem Lippenstift von Essence, die 15 aus So Matte. Das ist ja der, wo neu reinkam. Und dann. Ah, wie cremig. Ein bisschen drauf. Ups. Hoppla. Ja. Super. Genau, also. Das war jetzt mein Look mit dieser wunderschönen Palette. Also, die Farben sind echt super. Kann man toll miteinander kombinieren, eigentlich wie man will. Quer durcheinander. Ich habe es jetzt halt von oben nach unten so ein bisschen gemacht. Aber es kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ne? Tue ich euch wieder raus. So. Okay, meine Lieben. Jetzt hoffe ich, euch hat dieses Tutorial Make-up-Dingens gefallen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!